Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Einen recht schönen guten Morgen. Bei mir ist es noch ganz schön früh, aber ich habe schon meinen heißen Kaffee. Bin schon geduscht, bin schon kuschelig, weich angezogen und warte eigentlich auf eine Nachricht meines Helden, weil der auf den Malediven wohl schon gelandet ist, aber wahrscheinlich hat er WLAN erst im Hotel. Es wird noch eine Weile dauern, bis er sich meldet. Ja, na, und da bin ich ziemlich früh wach geworden. Und Rudolf war schon. Ungeschminkt bin ich noch, hat seinen Grund. Ich möchte euch ja meinen kleinen Rossmann-Haul von gestern vorstellen. Und dann danach, aus dem Grunde, weil da was drin ist, mit dem ich mich schminken möchte, kommt dann noch ein Schminki hinten ran. Also ein sogenannter kleiner... Ja, Vlog. Vlog. Ja, also, ich denke mal, ich werde bald was von meinem Helden hören. Ich bin ja Strohwitwe jetzt ein paar Tage. Mein Held, der ist auf den Malediven. Und der hat da, braucht er bestimmt so einen Pullover nicht, aber ich habe einen ganz weichen Pullover an. Und ja, ich bin gestern zu Rossmann rein, denke, machst du mal, beschäftigst du dich mal. Er ist ja weg, du kannst auch ein bisschen shoppen gehen. Aber es war wirklich nichts, was mich so aus den Dings geschlagen, aus den Schuhen gestoßen, aus den Socken gehauen hat. Nee, aber ich bin jedenfalls rein und bin geradezu und da habe ich Accessoires wieder gesehen. Und da konnte ich überhaupt nicht widerstehen, weil da gab es eine Wollmütze. Und ich habe die sofort in die Hand genommen und habe gedacht, ist die schön weich. Und mit dem breiten, schönen Rand und Rosé, das müsste eigentlich gut aussehen, weil ich ja immer so, weil ich schwarze Jacken habe. Ich habe noch keine wirklich schöne, farbige Jacke, Winterjacke gefunden, die mir gefallen hat. Die meisten sind so silbrig, da sehe ich aus wie so ein Michelin-Männchen oder so golden oder dann so extrem krasse Farben, was mir überhaupt nicht gefällt. Und deswegen bin ich noch bei meinem Schwarz geblieben. Ja, und jedenfalls nehme ich die Mütze in die Hand, schaue das so an, denke, oh ja, da siehst du bestimmt auch gut aus. Drehe den Preis um und sah 34,99, also die hängst du gleich mal wieder an. Weil 34,99 für eine Mütze, also da habe ich genug Mützen zu Hause. Dann bin ich wieder ein Stück weggegangen und da habe ich gedacht, die war aber echt weich. Da gehst du doch nochmal hin. Und dann habe ich die nochmal genommen und dann habe ich nochmal auf den Preis geguckt und dann habe ich gedacht, ja, es wird Zeit für mich, dass ich zu Fielmann gehe. Ich habe nämlich bei den polnischen Preis geguckt. Slotties, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Also bitte die Polen unter euch, die sollen mir bitte verzeihen, aber jedenfalls ist hier... Polen kamen zuerst 34,99 und dann habe ich mit einmal gesehen, Euro 8,99. Da habe ich gedacht, Mensch, jetzt kannst du die mal aufsetzen, wie gut, dass du nochmal zurückgegangen bist. Und ich finde sie total schön. Die sitzt gut und diese Mücke juckt nicht, weil sie nicht sticht. Diese Mütze juckt nicht. Das ist so ganz angenehm und ganz toll. Dann habe ich gedacht, die kann man auch mal schnell in die Tasche stopfen, weil die so weich ist, wenn man sie dann nicht braucht. Und da habe ich die natürlich in den Einkaufswagen gepackt. Und es war aber noch nicht alles, weil es gab noch den passenden Schal dazu. Ja, ah. Und da habe ich natürlich gleich richtig auf den Preis geguckt. 9,99. Jetzt ist der so schön festgemacht und ich habe keine Schere hier. Also es ist aber ein... So ein Schalschlauch, was mir noch besser gefällt, weil den kann man sich einfach zweimal rumwickeln. Ich habe ja wirklich keine Schere hier jetzt im Moment. Schade. Naja, machen wir vielleicht im Vlog anschließend. Da binde ich ihn mir um. Das ist also so ein Schlauch und das finde ich schön. Und der ist genau so weich. Und da habe ich natürlich beides mitgenommen für den Winter. Oh, und da, es gab auch noch Handschuhe, aber das sind so eine dünnen, wenn es richtig eiskalt ist, brauche ich Fausthandschuhe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Fingerhandschuhe nutzt dann gar nichts mehr. Und so für zwischendurch habe ich in so einem Rosé, kennt ihr die, wo die vier Finger hier so abzunehmen sind und dann sind das so Fingerhandschuhe.
bis hierhin. Und dann kann man das so hier oben als Fausthandschuh machen. Aber meistens friere ich, also wenn ziehe ich mir richtig meine Skifäustlinge an, wenn es richtig verdammt kalt ist. So, dann habe ich natürlich gesehen, das fand ich auch ganz gut, weil das ist wieder mal so ein Stirnbandtuch. Ich habe noch alle Preise dran, 4,99 fand ich auch nicht zu teuer. Und ihr wisst ja, ich nutze das nicht als Stirnband, sondern ich nutze das so als Accessoire, gerade so für den Hals. Wenn ich sowieso schon so einen dicken Pullover anhabe, reicht mir manchmal zu Hause einfach nur so ein Tuch. Und ich fand das wieder so schön. Und für 4,99 macht man nichts verkehrt, hat also doppelte Wirkung. Man kann es auch als Stirnband nehmen, aber also tut mir leid, mir steht das nicht. Ich bin nicht so ein, ich bewundere immer diese Frauen, die sich so ein Dutt machen und dann noch so ein Stirnband um. Das sind aber so, ich sag immer, das sind so, nicht falsch verstehen, das sind so niedliche Frauen, die das haben. Oder so ein bisschen kleine, zierliche Frauen. Aber ich bin zwar auch nicht mehr die Größte mit meinen 1,68 Meter, aber ich bin ja doch irgendwie so ein bisschen ein kleines Vollweib. Und also mein Held sagt immer, und meine Tochter, die letztens gesagt, da hatte ich dieses Stirnband um und habe das mal ausprobiert und sie kam rein und dann sagt sie, ey Mama, du fängst jetzt nicht an wie manche andere, also lass es. Kauf dir noch ein paar Blümchen, mach dir noch Blümchen in der Haare und dann komme ich nicht mehr. Ja, also ich bin dafür nicht der Typ, aber dafür, das ist immer ganz schön, dafür bin ich der Typ und deswegen nutze ich die dafür und beneide bitteschön alle Frauen, die damit so toll aussehen, wenn sie es als Stirnband tragen. Also von mir aus wäre ich auch gerne eine kleine, zierliche, bisschen so, wie man sagt, niedliche Frau, die so ein bisschen sowas trägt. Ist aber bei mir nicht. So, dann musste ich etwas erledigen für meine Mama. Da bin ich direkt dran vorbeigelaufen. Altbewährtes Hausmittel Klosterfrau Melissengeist. Ich habe es auch im Schrank. Meine Mama braucht es im Moment, also sie nimmt es wirklich jeden Morgen mit Heißwasser, weil sie einfach sagt, sie hat manchmal so ein Stimmungstief und sie kennt das von früher her und ich kenne das auch von früher her. Also ich reibe mir mal meinen Nacken damit ein, blöd mit dem Klosterfrau. Ich habe gestern so ein bisschen oben in der Schulter Beschwerden gehabt und dann reibe ich mir das damit ein. Und wenn es mir so richtig, 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 richtig doll in die Erkältung geht, dann nehme ich auch Heißwasser mit Klosterfrau, weil es ist ein altbewährtes Hausmittel. Zum Einreiben für den Rücken, zum Einreiben für den Fuß mal, wenn der mal ein bisschen zu überansprucht ist. Ich habe es sogar auch schon benutzt hier. Ich habe so zwei kleine Gichtknoten, die zwischendurch so richtig heftig sind. Dann nehme ich auch, dann mache ich mir so ein bisschen in dieses kleine Gefäß da oben rüber und dann reibe ich das mit Klosterfrau so richtig ein. Also es ist vielfach einzusetzen, es ist ja auch mit ganz vielen Kräutern, natürlich auch mit hohem Alkoholgehalt, klar. Meine Mutter hat Schwedenbitter, meine Mutter hat Vorlauf zum Einreiben. Es war schon früher so, meine Mama hat immer gesagt, Alkoholiker werden geboren, aber unsere ganze Familie hat damit überhaupt nichts am Hut und wir wissen alle, meine Mutter hat sich Kastanien gerieben für den Herbst und hat das in Korn eingelegt. Wir haben im Frühjahr Brennnesselblätter, die ersten gesammelt und haben sie in, in Apfelwein eingelegt und das dann getrunken. Meine Mutter, also ich muss mal dazu sagen, dass auch mein Vater, wenn wir ganz früher eine Erkältung bekommen haben als Kinder und waren so schlaff und waren so unausgeglichen, also bei bösen Erkältungen, nicht bei normalen Schnupfen, nicht, dass das jetzt hier alles falsch verstanden wird, dann hat mein Vater so einen kleinen Fingerhut voll, also kleiner als ein Fingerhut voll und hat gesagt, weißt du, gib es dem Kind, dann schläft es.
Und wenn man manchmal sieht, was alles so in Hustensaft und sowas drin ist. Also ich möchte darüber keine Diskussion führen. Ich werde die Klosterfrau nicht aus meinem Schrank verbannen, meine Mutter auch nicht. Und uns geht's allen gut. Und wer Probleme damit hat oder wer das nicht möchte, der kauft sich das eh nicht. Aber das ist für meine Mama, das musste ich kaufen. Für meinen Hund habe ich auch was gekauft. Der liebt diese Kauknochen mit Rinderhaut und Hühnerfleisch. Aua, jetzt bin mir die Ecke schön hier angehauen. Ja, und das liebt er ausgesprochen. Und wenn ich jetzt zweimal so mache und rufe Rudolf, dann kommt er und dann kann er so eine Kaustange haben. Aber der schläft noch, glaube ich. Der ist noch müde. Ja, dann gibt es jetzt ziemlich neu einmal von M. Eukal Hustenbonbons mit Manuka-Honig. Und ich habe das gestern, weil meine Mama nimmt die von M. Eukal. Da gibt es, glaube ich, vier neue Sorten. Ingwer gibt's. Dann glaube ich irgendwas mit Granatapfel von M. Eukal, Manuka-Honig und noch irgendwas. Und bei meiner Mutter hat die Manuka-Honig und hat gesagt, oh, also sie sind so toll. Und ich stehe ja auf dieses Alter Pharma und da gibt es die jetzt auch und zwar neu. Und ich bin echt gespannt. Manuka-Honig, wisst ihr, ist weltweit wohl der beste Honig, den es gibt, mit diesem riesengroßen Anteil. Jetzt möchte ich mal gerne wissen. Manuka-Honig 9%. Also wenig, 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 wenig. Da steht natürlich nicht drin. Ich vergesse immer, wie das heißt. Das muss ja. Manuka-Honig ist ein Honig, der aus dem Blütennektar der in Neuseeland einheimischen Manuka-Pflanze gewonnen wird. Neuseelands Ureinwohner kennen die große Heilwirkung der Manuka-Pflanze schon sehr lange. Bei der Umwandlung des Blütennektars zum Honig entsteht die hohe Konzentration der nachweislich antibakteriellen wirkenden Methylglyoxalverbindung, MGO. Das ist wichtig, dieses MGO. Die einzigartigen Eigenschaften des besonderen Manuka-Honigs sind inzwischen weltweit bekannt. Als wichtiger Bestandteil der leckeren Alta Pharma Manuka-Honig-Bonbons sorgt Manuka-Honig nicht nur für den besonderen Geschmack, sondern ist auch besonders wohltuend für Hals und Rachen. Da ist natürlich nur 9% drin. Was soll denn auch in so einen Bonbon rein? Ich bestelle mir ja immer über Amazon den Manuka-Honig. Ich nehme ihn für die Nase zum Einreiben. Meine Nase hat ja immer diese Probleme im Moment. Oh, toi, 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 toi. Im Moment ist alles in Ordnung. Ich nehme ihn auch einfach mal, wenn ich so diese Stimme habe, so wie jetzt im Moment. Nun habe ich gestern Abend mit niemandem mehr gesprochen, spreche heute erst mit euch. Auch dann nehme ich diesen Manuka-Honig. Und da müsst ihr drauf Wert, da müsst ihr auch ganz gewaltig aufpassen. Wenn ihr das antibakteriell kaufen wollt, dann muss ziemlich hoch dieses MGO drin sein. Ich kann dieses Wort jetzt nicht nochmal aussprechen. Ich habe 500, das ist noch lange nicht alles, und zahle für ein, also plus 500, und ich zahle für ein Glas 70 Euro. Es geht bis ins Grenzenlose hoch, dann kann man auch mal ganz leicht 120, 150 Euro ausgeben. Je höher der Anteil, je besser. Und dann ist es aber kein Honig, den ihr so für euch für das Brötchen essen solltet, sondern ihr solltet wohlweislich überlegen. Natürlich könnt ihr das machen und auch in den Tee rein und auch in Gesundheitstees mit rein. Also wenn ich meinen Blasen-Nieren-Tee mal trinken muss, dann nehme ich da den Honig rein, damit es noch eine doppelte Wirkung hat. Und wie gesagt, ich reibe mir meine kleinen entzündeten Stellen damit ein. Also jetzt bin ich gespannt auf die Bonbons. Lange Rede, kurzer Sinn. So, jetzt habe ich noch mal für meine Mama. Die schwört auf Elnett Haarspray. Ich schwöre darauf nicht. Ich mag es nicht vom Geruch. Und ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen, außer dass ich es für meine Mama mitbringen muss. Und sie schwört seit, ach,
Menschengedenken auf Elnet. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist sie vor 100 Jahren, gefühlten 100 Jahren, mal auch über die Werbung und Elnet und vielleicht hat ihr die, weiß ich nicht, gefallen. So, Punkt. Dann geht's weiter. Ich habe mir eine Isana Tuchmaske Hyaluron Intens, spürbar aufpolsternd, sichtbar ebenmäßiges Hautbild, Triple Hyaluron und Algenextrakt. Für jeden Hauttyp habe ich mir mitgebracht. Denke ich mir, werde ich jetzt in den nächsten Tagen, wenn ich alleine bin, mal ausprobieren, werde darüber dann berichten. So, dann ging es auch schon weiter. Isana, ihr wisst, einige haben mich schon gefragt. Nimmst du eigentlich überhaupt nicht mehr das Serum? Ich habe das jetzt lange nicht genommen. Aber ich sage ja immer dazu, ich nehme nicht heute Isana und morgen Lynia und übermorgen nehme ich Avon. Nein, ich nehme wirklich relativ konstant. Sagen wir mal, ich nehme 4 bis 6 Wochen ein Serum. Egal, was ich mir dann darüber rauf mache, aber dieses Serum nehme ich. Und dann beobachte ich meine Haut. Und dann stelle ich es beiseite und dann nehme ich wieder das andere. Im Moment habe ich sehr lange das von Lynia genommen und wechsle jetzt mal wieder. Und deswegen habe ich es mir wieder neu mitgebracht. Steht natürlich wieder für sehr reife Haut. Das ist das mit dem grünen Tee, das Isana Intensivserum. Ich habe sehr drauf geschworen. Ich habe das schon in vielen Videos immer wieder erwähnt und viele, die sich auch gekauft haben, habe ich sehr gute Rezensionen auch zurückbekommen. Feedbacks, wie man es auch immer nennt. So, dann habe ich gesehen von Rival de Loop, ich habe es noch vorher nicht gesehen, gibt es Ultra Quick 3 Spray, trocknet und schützt den Nagellack in kürzester Zeit. Wollte ich ausprobieren, steht jetzt kein Preis drauf, ich glaube 2 Euro noch was oder so. Probiere ich aus. So, dann konnte ich natürlich nicht widerstehen. Ich habe ja schon den Pinsel von Beyond the Shadow und ich habe mir die Palette gestern mal angeguckt. Und die liebe Anja hat ja erzählt, dass das so eine Allround-Palette ist und dass sie aber eigentlich sagt, die Farben reißen sie nicht aus dem Hocker. Nun liebe ich ja die liebe Graufalter 50. Die Anja über alle Maßen und dachte mir gestern, so jetzt gehst du mal und guckst dir die Palette mal an. Ja, sie hat hundertprozentig recht mit dem, was sie sagt. Man kann es für alles nutzen. Für Lippen würde ich es nie nutzen, weil der Lidschatten auf Lippen aufzutragen, wenn er nicht creamy ist, kann sehr austrocknend wirken und kann genau diese Fältchen an den Lippen noch intensiver machen. Also kein Klugscheißer, sondern nur zur Vorsicht erwähnen, wenn das ist. Aber man kann diese Palette, wenn ich sie mir angucke, tatsächlich als Contouring, als Bronzing, als selbst als man könnte sie sogar auch nehmen für als Concealer. Wenn ich unten drunter eine gute Tagescreme habe, kann ich damit auch noch was abdecken. Ich kann sie als Rouge nutzen. Hundertprozentig gebe ich ihr da recht. Was ich ihr nicht recht geben kann, diese Farben sind ein Träumchen, liebe Anja. Die sind ein Träumchen. Also für mich sind sie mehr als ein Träumchen. Ich werde mich gleich anschließend dann in diesem Vlog damit schminken und nutze das nicht als Rouge und nutze das nicht. Und dann will ich noch wissen, weil sie sagt ja sehr pudrig, also muss ich dann sehen. Aber die Farben, die, also mal abgesehen von den Namen, Berry, Blush, Latte Macchiato, Light Beige, Ivory, Coffee Lover, liebe Anja, ne? Ashy, Carbon, Squirrel, also tolle, tolle, tolle Farben. Also für mich, ne? Aber ist ja immer unterschiedlich. Und tolle Verpackung. Und wie gesagt, Anja hatte mit Sicherheit recht, mit dem, dass man die tatsächlich für vieles nutzen kann, bloß bitte nicht als, bitte, sag ich jetzt als Fachkraft, bitte nicht Lidschattenpuder für die Lippen benutzen. Das gibt ein Problemchen. Ja, dann habe ich noch von Essie
Ja, passend heute, dabei habe ich ihn nicht passend. Ich habe von Avon gestern mir raufgetragen. Finde ich nach wie vor total schön. Aber ich liebe Grau und ich habe ja ganz viele graue Pullover. Ich habe ja ganz viele graue Haare. Jetzt seit meinem tollen neuen Shampoo, was mir die Susanne empfohlen hat. Ja, kann an Grau auch nicht vorbeigehen. Und mein Grau war alle. Und mein Hund hat eine graue Socke gefunden. Kennt ihr das? Also der ist ein Sockenfetischist. Du weißt doch, dass du keine Socken klauen sollst. Wo hast du denn die jetzt wieder gefunden, du Räuber? So, jetzt musste ich ihn jetzt leider mal wegnehmen. Aber da gebe ich dir mal für was anderes. Willst du das haben? Bestimmt, ne? Jetzt bist du gekommen. Jetzt denkst du, das bestimmt, das ist eine Belohnung. Ja, dann mach dich mal ein bisschen größer, damit sie auch sehen, dass es für dich ist. Mit dem Schwänzchen geht. Guck mal, guck mal. Ja, das liebst du. So, jetzt ist er abgelenkt. So, und das Letzte, was ich mir noch geholt habe, schaut mal, Essie. Und Essenz, 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 Essig-Essenz. Mensch, sprichst mir ganz durcheinander. Von Essence Maximum Volume, der kommt nachher zum Schminki-Video dazu. Farbe ist da immer, oh, das ist immer so in silberner Schrift, damit habe ich echt ein Problem. Farbe ist da doch, Moment, die Nummer 04 Purple Grain. Oh, und das passt natürlich nachher, und das passt natürlich, sage ich mal, hundertprozentig zu diesen Farben. Und das habe ich mir dazu geholt. Ja, das war mein kleiner Spaziergang durch Rossmann. Ich denke, wir werden uns gleich wiedersehen im zweiten Teil, und zwar zum Schminki. Jetzt muss ich mir nur alles herräumen und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Produkte, die ich gekauft habe bei Rossmann, die schreibe ich natürlich nicht unten drunter. Ihr habt sie alle gesehen. Ihr könnt das Video anhalten. Ihr könnt es bis dahin spulen. Dann könnt ihr es nochmal sehen. Ich habe es zur Genüge in die Kamera gehalten. Ich habe viel drüber gesprochen. Das reicht vollkommen aus. Die Schminky-Produkte, die schreibe ich natürlich unten in die Infobox rein. Also, wir sehen uns gleich wieder zum Schminkvideo. So, ihr Lieben, ich habe jetzt schon Tagespflege drauf. Mich hat letztens, also erstmal wieder sage ich nochmal herzlich willkommen, aber es geht ja weiter. Im zweiten Teil geht es darum, dass ich mir ein Schminki mache, und zwar von der, huch, da bin ich wieder. Von der Beyond the Shadow Multi-Use Palette. Ich finde sie sehr, sehr schön. Ich bin selber ganz gespannt. Also, es ist Premiere. Und um nochmal auf das davor zurückzukommen. Also, ich wollte euch nochmal sagen, ich habe den Puriti Original Manuka Honig. Da ist das MGO 400 Plus. 400, ich hatte vorher gesagt 500. Die ist fast leer. Ihr seht das wirklich. Die ist wirklich ein Traum. Und ich habe mir gerade vor 14 Tagen eine neue bestellt. Die ist auch wieder MGO plus 400. Und die kosten, wie gesagt, die hat jetzt knapp 70 gekostet. Die habe ich im Angebot gekriegt. Die hätte normalerweise über Amazon 59 gekostet, und ich habe sie, da war es ein Angebot für 39 bekommen. Wichtig ist, original neuseeländisch, und mindestens, hat man mir damals gesagt, mindestens muss es über 400 sein, besser noch 500, aber 120 Ocken ist mir dann doch ein bisschen viel. So, und dann komme ich nochmal zurück auf den Schal, den habe ich jetzt losgeschnitten. Und es ist genau das, was ich meine. Der ist schön warm, der sitzt schön eng. Ich mag das immer nicht, wenn die Zippeln so hängen, weil man meistens mit dem Jacken, mit dem Reißverschluss dann ein Problem hat. Dazu dann noch die Mütze. Also nicht die, das ist jetzt schon fürs Schminken, sondern die passende Mütze doch dazu. Und das ist doch ein schönes Bild bei einer schwarzen Jacke. So,
Tagescreme hat's eingezogen. Ich nehme heute mal den Face Studio Primer Anti-Redness Primer Base de Teint von Maybelline. Den habe ich schon lange nicht genommen. Und ich habe ja so ein paar Rötungen und da passt der ganz gut. Wobei meine Nase im Moment, also ich darf es ganz beschreiben, seitdem mein Bein so schlimm ist von meinem Sturz über die Hunde, habe ich mal wieder keine Probleme mit der Nase. So, den muss immer so ein bisschen hier in den Spiegel gucken. Verteile ich so ein bisschen überall. Der ist angenehm. Den finde ich übrigens mit einer der besten von Maybelline. Ich habe, glaube ich, noch zwei. Da bin ich nicht ganz so begeistert, aber der ist wirklich schön. Wer also diese Rötung hat, der kann das auftragen. Es deckt noch nicht ab, um Gottes Willen. So, dann habe ich gleich mal wieder eine Antwort auf eine Frage einer Zuschauerin. Die liest immer überall, dass der Concealer und das Make-up gehört. Ich habe das auch gelesen. Ich mache es eigentlich nicht. Aber für diese liebe Zuschauerin mache ich das natürlich gerne und sage, natürlich kann man den Concealer auch und das Make-up geben. Das mache ich jetzt mal. Wer so ein paar Augenringe. Ich heute Nacht doch ein bisschen unruhig geschlafen habe. Ich möchte nämlich erst von meinem Helden hören. Das ist mir dann erst lieb und da schläft man doch ein bisschen unruhiger. Wenn ich weiß, er ist gut angekommen, dann ist das schon gut so. Jetzt muss ich jetzt mal nach einem vernünftigen Pinsel gucken. So, und dann kann man natürlich den Concealer sogleich so ein bisschen als Abdeckung nehmen. Und für alle die immer sagen, wenn ich das übers Make-up mache, sehe ich so maskenhaft aus. Dann sage ich immer, dann macht's doch unter Make-up. Dann gleicht sich's wieder aus. Warum ich's übers Make-up mache, kann ich euch auch sagen und wahrscheinlich auch, warum andere das machen. Aber wie ich immer so schön sage, andere gehen mich persönlich nichts an, wie die das machen. Ich mache alles das, so wie ich es möchte. Ich nehme auch die Pinsel und die Schwämmchen, so wie ich sie brauche. Und das rate ich auch immer allen. Ja, weil es strahlender noch wirkt, wenn ich es auf dem Make-up mache. Aber die Wirkung ist die gleiche. So, ihr seht ja jetzt, ich habe sonst nichts drauf, habe das jetzt verteilt und werde jetzt darüber das Make-up geben. Das nehme ich diesmal auch von Maybelline. Das ist das 30 Stunden Foundation, die Nummer 48 Sun Beige ab. Make-up. So. Und das gebe ich mir jetzt dezent hier rauf. Und hier auf meinen Hund aufpassen, der ist fertig und sucht sich jetzt was anderes. Nein, mein Freund, jetzt wird nichts anderes gesucht. Da kann man schon sagen, Rudolf allein unterwegs. Wenn Herrchen nicht da ist, dann ist der auch irgendwie unruhig. So, dann müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen, dass ihr das schon einklopft und nicht so rumschmiert. Nein, ich habe nichts anderes jetzt mehr, mein Lieber. Nein, und vom Tisch gibt's schon gar nichts. Geh mal dein Spielzeug holen. Geh mal deine Püppi holen. Das ist mein Pinsel. Komm, ne, komm, ne, komm, ne, komm. Hatte die Nase gesehen. So, den Übergang schaffe ich mir nur dezent. Ich möchte nicht, dass mein Pullover so ist, aber ich habe Selbstbräunungscreme jetzt wieder und da brauche ich nicht so viel. So, das verteile ich noch so ein bisschen wie kammförmig. Und ihr seht, dieses Strahlen kommt auch durch das Make-up durch. Ihr müsst es dann nur ein bisschen vorsichtiger auftragen. Gehst du da jetzt weg und runter jetzt mit dir? Nee, runter, ab. Freundchen. So, muss auch mal ein Machtwort sprechen, ne?
Ihr seht, das ist genau die gleiche Wirkung. Zum Setten nehme ich heute, so viele mal sagen, du nimmst so oft die gleichen Produkte. Puh, ihr habt da wahrscheinlich auch die gleichen Produkte. Aber heute nehme ich mal Brightside, den Correct MAC Beauty Banana Powder. Ja, den kann man auch nehmen zum Setten. Nehme ich so ein dünnes Pinselchen. Das ist so rosa. Abklopfen. Und dann gehe ich ganz vorsichtig hier noch über die Augen. Ich glaube, ich muss gleich nochmal meinem Hund sagen, dass er sich benehmen soll. Jetzt ist er im Bad. Der hat heute Morgen irgendwie einen Clown gefrühstückt. Komm her jetzt! Ja, der ist im besten Mannesalter. Hm? So, schön abgedeckt. Und jetzt kann ich Bronzer nehmen. Den nehme ich heute von Make-up Coach. Natürlich mit dem Make-up Coach Pinsel. Ich gehe leicht wieder so. Einmal eine 3, einmal ein E. Mehr brauche ich gar nicht machen. Und einmal wuppdiwupp über die Nase, weil da scheint die Sonne auch hin. So, als, eigentlich habe ich mir schon zurechtgelegt. Aber im Moment sieht mein Tisch schon wieder richtig köstlich aus. Als Augenbrauenpowder nehme ich heute Brow Shake von Manhattan. Den finde ich übrigens auch sehr, sehr schön, weil er so pudrig ist. Kann man auch so gezielt, wer jetzt also da Haare hat, kann man den so schön gezielt setzen. Und der haucht diesen Puder so auf. Also ich habe den schon lange jetzt nicht mehr benutzt und muss immer sagen, das war so mein erster, der mich richtig begeistert hat. Ich glaube, ich muss mich gleich nochmal entschuldigen, weil mein Rudolf schon wieder irgendwas am Wickel hat, was er nicht darf. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe ja schon oft gesagt, nehmt euch für die Augenbrauen die meiste Zeit. Das ist wichtig. Jetzt gibt es übrigens auch so Augenbrauenpomade, habe ich gestern gesehen. Ich glaube auch von Rival de Loop. Da kann man die auch, also für mich nutzt das nichts, weil ich da ja keine Haare habe. Aber für alle, die die Haare haben, wenn sie immer sagen, oh, das liegt so runter, dann bearbeitet euch das mit der Pomade. Kann man aber auch mit dem Wimpern- und Augenbrauenserum machen, indem man das Bürstchen etwas antrocknet und dann richtig die Haare in Form kämmt. Und dann müsst ihr aber auch, wenn ihr sowas habt, ich habe jetzt gerade hier keinen, habe ich noch gar keinen Mascara da? Doch, ich habe jetzt hier so ein Mascara, ich sage jetzt, also ich mache es jetzt nicht, wenn ihr diesen Wimpernserum habt, das ist ja sehr schmal, ich hole das mal, Moment. So, ich habe jetzt hier mal so einen Volume Booster Lash Primer, Super Volumen von Essence habe ich den. Und der hat ja so ein Bürstchen und das ist ziemlich feucht. Und da nehmt ihr ganz einfach so einen Kleenex und dann könnt ihr das richtig in Form bürsten. Das ist richtig. Und dann müsst ihr das so richtig in Form bürsten eure Haare, dann lasst ihr das antrocknen und dann könnt ihr mit Puder oder mit Eyebrow arbeiten. Dann müsst ihr nicht diese Pomade extra kaufen, wenn ihr das im Schrank habt. Kleiner Tipp, aber ne, ich kann es nicht, weil ich eben halt keine Haare da habe. So, Augenbrauen haben wir fertig. Jetzt können wir uns eigentlich in aller Ruhe dem Amu
wenden, und zwar mit der berauschenden, schönen Bayon The Shadow Multi-Use Palette. Ich bin sowas von gespannt. Ich muss selber ein bisschen überlegen, was ich wie wo mache. Also, ich nehme die Farbe Ivory. Ja, also Anja hatte recht, sehr pudrig. Jetzt bin ich gespannt. Und gebe die mir erstmal unter die Augenbraue und ziehe mir das hier so nach hinten. Boah, die ist aber schön von der Farbe her. Ja, also die kostet 4,99. Da kann man wahrscheinlich nicht viel erwarten. Also tüchtig abklopfen und nicht so wie ich jetzt so arbeiten, weil dann habt ihr den Puder auf der. Auf dem Pullover, auf der Kleidung wollte ich sagen. Und immer abklopfen. Aber von der ersten Farbe bin ich aber schon mal sowas von geflasht. Gefällt mir richtig gut. Kann man, die Ivory-Farbe kann man durchaus hier setzen als Highlighter. Sehr schön. Das gefällt mir gut. So, dann nehme ich einen schmaleren Pinsel, so einen kleinen. Und werde auch die Ivory-Farbe in meinen Augenblick setzen. Ja. Ja gut, bei so vielen Farben muss man dann schon ein paar Abstriche machen. Aber ich finde immer, wenn sie beim Swatchen schon so gut sind, dann finde ich das gar nicht so schlimm. Dann muss ich eben darauf achten. Das finde ich auch. So, als Untergrund setze ich mir die Farbe Light Beige. Schon mal ein bisschen mit den Farben spielen. Aufs bewegliche Lid. Oh, die ist auch schön. Hallo, die ist total schön, so wie sie aussieht, so ist sie auch. Sehr schön, schaut mal, wie strahlend die ist. So, jetzt möchte ich, jetzt muss ich mir selbst überlegen, was ich möchte. Ich setze mir die Farbe Blush. Die setze ich mir, blushed heißt das, ja. Also das ist also diese Farbe. Die setze ich mir einfach mal in den Lidrand und ziehe mir die schön hier nach oben. Schöne Farbe. Also ihr seht selber gleich beim ersten Auftragen, wie wunderschön sie swatchen und das auch auf der Haut. Ich mag das ja, wenn da in der Lidfalte so leicht dieses Rötliche ist. So, und weil mir das sehr gut gefällt, nehme ich das gleich mal als Blush, wie es auch Anja gemacht hat. Lächeln. Heute grau an und möchte auch nicht so auffallend. Also man könnte auch die Farbe Berry nehmen, aber ich will heute, seht ihr das? Also damit hat sie wirklich recht. Das ist eine tolle Palette für 4,99, die ihr auf Kurzreisen oder Reisen mitnehmen könnt. So, dann möchte ich aber ein bisschen dunkler genau in der Lidfalte werden. Da nehme ich die Farbe Squirrel. Tupft da nur so rein. Schön, wirklich schön aufpassen. Jetzt muss ich das mal weglegen. Und gib mir das in die absolute Lidfalte rein. Dass das Rötliche da drüber
nicht so. Ziehe ich auch von innen nach außen? Dass es so ein bisschen abgetönt wird. Nur mit dem schmalen Pinsel im Prinzip die Lidfalte selber nochmal betonen. Ein schönes Bild. Denk dran, nicht runterziehen, sondern wirklich da enden. Ne? Da auch, da enden und dann nur in die Lidfalte. So. Und dann nehme ich mir noch ein Pinselchen und werde dann die Farbe Coffee Lover. Fällt mir eigentlich ganz gut. Da werde ich jetzt ein bisschen rumexperimentieren. Die ziehe ich mir hier von außen nach innen auf das bewegliche Lid. Hammer. Sehr schön. Bleibt so ein bisschen in dem erstmal nur auftupfen. Und dann verteile ich das so ein ganz klein bisschen. Sehr schön. Ich möchte aber noch die Farbe Berry noch in die Mitte setzen. Die setze ich noch davor. So. Das verblende ich miteinander. Ein schönes Farbbild. Jetzt verblende ich das nur von hier hinten leicht nach vorne. Wie ihr seht, ich gehe nicht ganz nach vorne, dass es so eine schöne Verblendung gibt. Total schön. Was mir noch fehlt, ist nochmal ins Helle zu gehen und hier vorne noch so ein paar Tupfer zu setzen. Dass es mehr strahlt. Seht ihr das? Ja, haha. Doch, man kann es wunderbar oben drauf setzen. Das ist die Farbe Ivory nochmal. Und die tupfe ich einfach vorne auf. Und schaut mal, schönes Farbspiel. So, und jetzt wollt ihr sicherlich wissen, was ich unten drunter mache. Ja, sage ich euch, dann nehme ich natürlich die Farbe Carbon. Damit gehe ich sehr vorsichtig um, nur so ein bisschen antupfen auf den Spiegel und gehe hier unten drunter. Ich mag das ja, wenn das so unten so dunkel ist. Muss man allerdings aufpassen, weil es wirklich sehr pudrig ist und dann so ein bisschen verblenden nach oben weg. Mal direkt einen kleinen schrägen holen und kann mit der Farbe Carbon sogar wie so eine Art Lidstrich machen. Gehe im Prinzip hier und tupfe das oben auch noch auf. Nur auftupfen. Ja, kann man mit dem Pinsel wegmachen. Ja, also ihr seht, es ist wirklich sehr pudrig. Also jetzt habe ich eben nicht abgeklopft. Das ist aber auch nicht weiter tragisch. Wenn sowas passiert, dann gebt ihr einfach nur so ein Tröpfchen Make-up drauf. Das soll so bleiben. Das finde ich gut. Dann hat man gleich so ein bisschen Lidstrich.
Wow. Und das will ich aber verblenden, das gefällt mir nicht. Ja, manchmal muss man. Ich mag diesen Strich nicht, mir steht der nicht. Also wer das machen kann, der kann das machen. Ansonsten einfach einen Blendepinsel nehmen und das dann nochmal so ein bisschen ausblenden. So. Mal schöne Farben. So, das müssen wir jetzt auf der anderen Seite ja auch machen. Das mache ich jetzt gleich mit dem angeschrägten. Manchmal muss man sich es auch erst einmal ausprobieren. Einmal auch bis dahin. Dann mache ich das hier oben auch. So ein bisschen nur. Ja, so gefällt mir das besser. Okay, dann mit dem Pinsel nach. Also ihr seht, man kann alles ausbessern. Man muss es nur ausprobieren. Mal gucken. Mal ruhig noch ein bisschen mutiger sein. So. Das verblende ich dann hier noch. Aber noch den größeren Pinsel nehmen. Da ist er. Also ich finde es total schön. Und der Trick mit diesem nochmal Ivory rübergehen in der Mitte sieht natürlich toll aus. So, in die Wasserlinie gebe ich Cool Kajal Catrice, die Farbe Casanova. Da möchte ich es etwas heller haben. Ja, schon gewagte Farben. So, und als Abschluss den Voluminizing Mascara Black von Rival de Loop. Ich greife mal irgendwie zu. Der so ein dickes Bürstchen, da muss man besonders aufpassen. Und was sage ich euch immer? Wenn ihr so ein schönes Farbenspiel nehmt an euren Augen, dann schminkt eure Wimpern bitte dezent und federig, damit man dieses Farbspiel auch sieht. Ich finde es immer so grausam, wenn diese jungen Mädels sich dann noch, also so schöne Farben, noch auf die Augen schminken und dann hauen die sich Mascara rauf und auf das Mascara kommen dann noch die falschen Wimpern, schön dick, schön schwarz. Und was sieht man, wenn man die Mädels sieht? Schwarze Augen und gar keine Farbe mehr. Schaut mal, es reicht schon, ne? So. Das sieht doch richtig gut aus, so damit das auch so ein bisschen Form hat. So, schaut mal. Das ist gar nicht so rot, wie es aussieht. Es ist so ein, wenn ich jetzt so in den Spiegel gucke, es ist so eine Mischung. So eine Mischung aus diesen ganzen Farben heraus. Und durchaus mehrfach zu verwenden. Und ich finde es richtig so ein bisschen.
wie diese Farbe so ein bisschen mystisch, so ein bisschen. Hast du heute noch was vor? So, als Lip Liner nehme ich von Riva Loves Me, bin schon viel Vater, die Nummer 03, Captured. Oh, mein Bauch gluckert. Frühstücken, glaube ich. So. Und nehmen natürlich den von Essence, den neuen, die Nummer 04 Purple Rain Lip Gloss. Muss mal ein bisschen mit dem Licht spielen. Mal gucken. Nee, das ist zu gelb. So, seht ihr es? Das ist so rauchig und schön ineinander übergehend. Aber total passend. Mal sehen, müssen wir das andere Licht ausspielen lassen. So. So ist es eher am Tageslicht. So seht ihr es einfach viel schöner. Also, für 4,99 ein bisschen aufs Pudrige achten, finde ich mehr als schön. Bei mir kann der Sonntag kommen, der schon da ist. Ich hoffe, dass ich jetzt bald was von meinem Helden höre. Die Produkte, die ich benutzt habe, schreibe ich unten ein. Wie gesagt, wer diese Palette holt, stimmt. Gebe ich auch der Anja hundertprozentig recht, hat eine Palette für den Urlaub für alles. Wie gesagt, könnte auch noch eine Kontur setzen. Und das Ivory, richtig angewandt, ist sogar ein Highlighter. Das nochmal aufgetragen ist tatsächlich ein bisschen Glanz und trotzdem matt. Finde ich auch gut. Bitte drauf achten, auf die Lippen gehört Pflege, Lipgloss, Lippenstift, aber auf die Lippen keinen Lidschatten machen, das muss ich so sagen. Das ist nicht gut, das ist viel, viel zu trocken und das kann auch schnell wirklich tiefe Falten geben. Aber als Gaggy kann man das natürlich machen, also das ist jetzt kein Zeigefinger erheben. Anja, toll. Und ich wollte es einfach wissen und ich bin zufrieden. Und wie gesagt, achten drauf. Bei 4,99. Hallo, Kinder. Ich finde dieses Geswatche, finde ich gut, dieser Farben. Ich finde die Farben ausgesprochen gut. Ich werde sie auch weiter nutzen. Und jo. Wer da auch mal so etwas haben will, der kann das kaufen und hat keine große Geldausgabe für schöne Farben. Ja, wer mag, abonniert meinen Kanal und ich muss genauso aufmerksam machen, auch wie die liebe Anja, ich muss genauso aufmerksam darauf machen, bitte schaut einmal von Zeit zu Zeit mal rein, wer selbst keinen Kanal hat, ob er noch mich abonniert hat. Einfach mal raufdrücken, dann seht ihr, dass es weggeht und dann drückt er wieder rauf, weil im YouTube wir tatsächlich immer alle feststellen, dass YouTube selber mal sein Programm bereinigt und dann fehlen uns mit einmal übers Wochenende 10, 12 Abonnenten. Natürlich haben die alle das Recht, auch rauszugehen. Mich stört das auch nicht, aber vielleicht für die Lieben, die mir treu sind, die wären vielleicht traurig, wenn man sie einfach rausnimmt und sie das vielleicht nicht bemerken. Also, ich muss keine Mengen haben. Ich muss bitte weiter die haben, die, mit denen ich auch wirklich schönen Kontakt habe. Und
Für diejenigen, die sich noch immer nicht trauen, geht ins Instagram rein, besucht mich gerne dort. Dort könnt ihr mit mir ein bisschen auch privater sprechen. Ich sehe schon, der Vlog, der springt wieder mal den Rahmen. Aber ihr mögt immer, dass man all das auch langsam zeigt und nicht schnell, weil vielleicht der eine oder andere wirklich sagt, oh, ich möchte das gerne mal nachmachen und dann einfach nochmal guckt. So, und meine Plauderei wird auch gemocht. Also sage ich jetzt, ich hole mir ein Brötchen, werde es mir aufbacken, werde schön frühstücken mit meinem Hundi und sobald die Sonne rauskommt, die heute rauskommen soll, aber es ist kalt, sobald werde ich ins Hundeauslaufgebiet fahren, damit der Hund auch ein bisschen Spaß hat. So, ich sage tschüss, eure farbenfroh 60 plus.